Was schade ist. Deswegen gab es irgendwann halt diesen inoffiziellen Cheat, dass man sich alle frei cheaten kann. Mit Eingabe von diesem Code, dass man sie dann alle hat. Aber die eigentliche Idee war gewesen, dass man wirklich den Stage-Mode durchgeht und dann durch mehr Charaktere bekommt. Nur hat es leider nicht funktioniert. Wobei der Stage-Mode ist auch immer schwerer wird. Ja, definitiv. Besonders wenn man auf Crazy gespielt hat, dann wurde man nicht froh. Vor allem in Crazy gab es ja wie du mir ja noch gesagt hast, weil du wieder mich dran erinnert hast, gab es ja noch diesen Queen's Island. Ja, danke. Die Queen's Island und über. Ich hab die schon wieder mal gehabt. Ich stehe auf Pferden. Ich bin ein Pferdfetisch. Dein Bauer kriegt gerade voll auf den Sack, weil der nichts sieht. Und ich selber auch nicht. Alter. Ja, das ist. Lass mal ein bisschen weiter zurück, ey. Ja, wir haben den schon. Ach, das war ein. Keine Ahnung was. Nicht mehr. Meister Geeks, diese drei haben uns komplett zerstört. Ah, nee, das ist du. Nee, ich bin der Gelbe. Meister Geeks, diese drei haben uns komplett zerstört. Sie sind womöglich die. Lass mich denn diesmal. Habe ich ja gesagt, du warst eigentlich der Grund. Was? Nur die drei? Ja, solche hätten mich vorher zu nachnein. Okay. Aber jetzt ist schon spät. Dieser Typ mit der Waffe. Er sieht aus wie ihr Anführer. Auf den müssen wir Acht geben. Ja, wir achten. Sonst werden wir von dem Banditen umgebracht. Du Bastard, du bist krank. Nun wirst du für all die unschuldigen Leute bezahlen. Leben bezahlen. Es ist spät. Nein, du hast mich, hast den. Ach, fuck! Ich hab gedacht, da kommt nichts mehr! Ja, was soll's. Egal, ist angespielt, dann kann man sich auch noch mal erlauben. Und es ist zu spät. Richtig gleich, aufmerksam zu sein. Ja, definitiv, da kann er einen Hatscher machen. Sehen. Wenn wir es jetzt planen, dann ist es definitiv nicht so spät machen, weil dann bin ich zu fängig und schräg. Ja, das ist sowieso nichts. Ah, da ist noch eine. Ich will nehmen. Ich kann mir die Menüsteuerung nicht aktivieren. Ich brauche wirklich Controller. Weil, ja genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Also wer das Spiel spielt, ich kann es nur empfehlen, wirklich mit dem Controller zu spielen, weil das macht dann wirklich bestimmt höllischen Spaß. Das ist so. Garantiert. Macht ja so schon Spiel. Es macht so schon höllischen Spaß, nur dass man sich so eingeengt fühlt an der Tastatur von mir. Wie konnten nur drei Typen uns bewältigen? Du hast uns unterschätzt. Wie rührend. Du kannst nicht darüber bestimmen, wenn wem wann Gerechtigkeit widerfährt. Oh, wie episch. Das sehe ich anders. Hey, der Ortmann. Oh, Scheiße. Stage Bandit. Danke an Frederik Scholl für die Übersetzung, FoxCN für die Korrektur. Von uns auch. Sehr schön gemacht, also wirklich. Ja. Wahrscheinlich wäre es auf Englisch. Schwerer. Ja, okay, Englisch. Wir können Englisch zwar, aber wir lesen nicht hier Englisch. Warum? Und wir sind in Deutschland. Wir sind Deutsche. Wir sind Deutsche. Wir und das ist unsere Muttersprache, genau. Auch wenn das man nicht immer hört. Ja. Muttersprache ist doch das Feine. Meine Muttersprache ist manchmal auch Kauderlösch, ne? Ja. So, zum Abschluss zeigen wir nochmal ein bisschen die Charaktere. Ja, das war der Lukas, den du gespielt hast. Ich gespielt habe, der Swordman. Auf Special Moves gehe ich lieber nicht, weil wir wissen, was dann passiert. Ja, ist. Öffnet sich eine Internetseite. Ja, den Drew. Ja, den wir eigentlich nur in den Intros gesehen hat, aber eigentlich ausspielbar ist. Den haben wir doch, der war doch neben uns. Der war doch dabei. Und der hat nicht gekämpft. Nein, ja, aber ja, der war in den Intros dabei, aber er war dabei. Ja, irgendwie schon, so als moralisch und ja, also er ist auf jeden Fall schon vorhanden. Und natürlich hier den Sean. Ja, den habe ich ja gespielt. Ja, Bogenschütze. Ja. Die Jenny, die ist noch nicht verfügbar, aber man sieht ja, das Charakter ist locked und man kann ihn bekommen, indem man Stage 2 genau. Und so ist es eigentlich bei den mit jedem auch. Stage 4 und so weiter und so fort. Bis auf bei denen, wo halt der Kreis so durchgestrichen genau, ist. Das ist verboten, die kommen später in den nächsten Versionen des will Spieles. Be available in future release. Ja, also in späteren nächsten Versionen des Spiels. Und man muss schon sagen, also die Charaktere sehen echt geil aus, finde ich. Hier ist seine spezielle Dings. Hier der Bruder von. Ja, wir waren. Gehen wir nicht so weit in der Story vor. Ja, nee, das steht ja hier. Ne? Ja. Das stand doch hier, genau. His brother Leo. Ja. Also. Ne? Mal hoffen.
Wird er wohl sein. Vornehmen. Ja, ist ja nur Anspielung. Ihn kennt man ja. Den haben wir ja gerade bekämpft. Der sieht ein bisschen aus, also wer Tenchu 2 kennt, der weiß, wem er ähnelt. Sinan. Auch nicht schlecht. Ja, aus. Gut, schick. Und er sieht irgendwie aus wie einer verwandt mit denen, aber ist er anscheinend nicht, keine Ahnung. Und hier sind auch noch zwei. Genau, Rayan und Heater. Dem ist ganz heiß, den Typ. Ja, ja, steht ja auch hier. Fiery. Er ist eine feurige Persönlichkeit. Aber er ist wertig, ein vollwertiges Loyalität. Passt ja. Elektro, Feuer und Eis. Das muss spaßig sein, gegen diese später zu kämpfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war ja schon drauf auf dich. Definitiv. Und ja, ich freue mich aber auch schon auf sie, weil ich weiß, wie stark sie in der anderen Version sind. Ja. Und ja, also mein Fazit zum Spiel erstmal, jetzt kann ich ja kein richtiges ziehen, aber was wir bis jetzt gespielt haben, hat mir sehr gut gefallen. Hoffentlich weiter so. Und ja, demnächst werden wir mal gucken, dass wir das irgendwie let's playen. Genau, mal richtig. Ne, von vorne und genau. Dann vielleicht auch nicht mit Lücken im Text. Ja, besonders nicht, weil wir müssen uns einmal entschuldigen wegen der Uhrzeit, ne? Es ist einfach. Es ist bei uns jetzt 6:41 Uhr. Ja. Wir wollen noch, wir können nicht mal uns lange hinlegen, da kommt genau. Auch noch. Wir haben den Tag verplant sozusagen schon. Genau. Und ja. Dann geht auch wieder die Schule los. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Gut, dann bis zum nächsten Mal und... Darf ich mein Fazit noch loslassen? Sorry. Ich dachte, das war dein Fazit. Genau. Ja, nicht sorry. Sagen, ja, was? Ja, nein. Ich dachte, du willst kein Fazit machen. Nein. Also, ja, ist okay. So. Ja, von mir aus auch ganz schön. Besonders mir hat das gefallen, diese Bewegungsschampen ist recht gut. Vorher in den Little Fighter 2 war halt immer ein bisschen problematisch. Da war es immer gut, wenn man einfach nur stehen geblieben hat und die Gegner einfach umgehauen hat. Vor allem, was du auch noch erwähnen musst, ist, dass man bei Little Fighter 2, egal was für einen guten Rechner man hatte, es bei Massenkämpfen immer verdammt geleckt hat. Wer das Spiel kennt, der weiß, was, wovon ich rede. Das ist echt bei... Ja, das kam schon relativ früh. Ja, wirklich. Man musste nicht mal so extrem viele waren. Später wurde es halt... sehr schlimm. Ja, teilweise schon in Stage 3 oder auf normal und so. Und dann kamen da schon Horden an, die... geht das im Moment wirklich noch gut. Ja. Wobei, wie gesagt, so viele waren das noch nicht, aber waren schon einige. Aber mal gucken. Und wie gesagt, das Spiel hat mir besonders... Bewegung war ganz gut. Pferde waren auch ganz nett. Ja. Ja, und besonders die Extra-Modis, die da noch sind, die können sehr interessant bestimmt sein. Die zeigen wir dann, wenn wir richtig Let's Playen, mal irgendwie zwischendurch. Ja, wenn sie dann funktionieren. Genau, wenn sie dann funktionieren. Weil wir haben, muss man dazu sagen, wir haben den Battle-Modus ausprobiert bis jetzt. Konnten wir ihn nicht starten, weil irgendwie, keine Ahnung, man hörte zwar was, aber es passierte nichts. Genau. Also, ich denke mal... Das ist so noch nicht so weit, aber... wirklich geht's fest. Wir haben das Spiel heute ja auch erst entdeckt, von daher. Genau, und ja, mal hoffen, wenn... Also wie gesagt, mir fiel das ganz gut. Besonders, dass es teilweise deutsch übersetzt ist. Das, genau. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, besonders bei einem Story-Modus ist das sehr sinnvoll, und es in Deutsche zu übersetzen. Ich gehe mal da nochmal hin. Das ist ja nicht mal Deutsch nur. Das finde ich ja das Krasse daran. Und jetzt schon wieder mal Werbung. Ja, in allen möglichen Sprachen. Ne? Hier nicht nur echt, Deutsch hier, und Englisch, sondern Chinesisch, Brasilianisch, Portugiesisch. Was? Finnisch. Tobias. Französisch. Hebrew, also Hebräisch wahrscheinlich. ja, Italienisch. Nee, Ungarinisch. Ungarisch. Okay, schlecht. Malay, sorry, aber Malay kenne ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Malayisch. Serbisch. Und Serbisch, ja. Ja, und schlecht. Und More Languages kann man noch auswählen, also von daher. Ja, mach mal drauf, klick mal drauf. Was passiert dann? Dann geht's wahrscheinlich wieder auf eine Internetseite. Ja, gut. Ja, kommt dann irgendwann wahrscheinlich später dran zu lernen. So. Aber das ist schon echt multilingual. Und hier, wie man schon sehen kann, die nächsten Stages. Ja, und die anderen sind wahrscheinlich gesperrt. Ich gehe mal, also meine Vermutung ist ja, wenn wir uns registrieren und bla bla,
dass die Stages dann freigeschaltet werden. Und dass sie deswegen... Genau, Versus Mode, Battle Mode. Nicht weiterspielen können. Battle Mode ist halt mit Festungen. Ja, das wird bestimmt sehr interessant, wenn es denn richtig geht. Ja, wird sich ja zeigen, ne? Genau, wird sehr interessant. Wir können uns die Instructions hier mal angucken. Hier, da steht auch Battle Mode Instructions. Ja, kommt bestimmt auf die Seite. Kommen wir wieder auf eine Seite. Ja, und da viel Text und... Ja, toll. Ist da irgendwo ein Bild? Guck mal unten. Nein. Nee. Nur von irgendwelchen Werbungen. Ja, die offiziellen Forum und sowas. Naja. Aber naja. Das wird schon ganz interessant. Zeigen. Vier Kingdoms. Three Kingdoms. Agathoid. Ja. Bestimmt ganz interessant. Versus the strongest. Auf jeden Fall. Gegen den stärksten. Genau. Wir werden mal gucken. Da werden wir bestimmt auch unser Gefallen dran noch haben. Definitiv. Spätestens aber erstmal muss irgendwie eine Controller-Lösung her. Also. Und eine zusätzliche Person. Und eine zusätzliche Person, ja. Genau. Wir haben auch schon einen im Kopf. Ja. Wir hoffen, dass er mitspielt, aber wir kriegen ihn sicher dazu. Wir kriegen ihn breitgeschlagen, egal wie scheiße er ist. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und gutes Nächtle. Genau.